So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Prison Architects. Hat jetzt eine Woche Pause, was die Aufnahmen betrifft. Hat ja ein paar vorbereitet. Von dem her habe ich gerade überhaupt keinen Plan, wo ich stehen geblieben bin. Da muss mal gucken, wie es hier weitergeht. Mal gucken. Cashflow sieht gut aus. Kohle sieht auch gut aus. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Damit kann man doch arbeiten. Hier habe ich das hier. Sehr gut. Auf was wollte ich denn mal schauen? Ein bisschen Security wollte ich mir mal angucken, ob wir da noch sicher sind. Und dann könnten wir hier mal ein bisschen erweitern. Den Hof, den bauen wir auf jeden Fall um. Und zwar bauen wir den hier nebendran. Beziehungsweise ich setze hier noch mal ein bisschen was dran. Und dann kommt der Hof, glaube ich. Aber jetzt fangen wir erstmal hiermit an. Ein bisschen schneller können wir es laufen lassen. Und zwar... Das wäre hier das Thema. Das letzte Mal habe ich ja eine Zelle zu groß gebaut. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Also ein bisschen rausräumen, sagen wir es mal so. Das sind hier 33 mal 12 brauchen wir. Okay. Fundament mit gemauert. So. War das jetzt 12 insgesamt, ne? Also brauche ich hier noch 11 nebendran. So müsste das Ganze aussehen. Ah, wir haben richtig viel Geld, ne? Dann können wir eigentlich nochmal 11 neben dran setzen. Dann hauen direkt noch einen dran. Objekte, dann brauchen wir große Gefängnistüren. Und zwar... Da. Vier frei und ein bisschen, ne? Sonst ist hier noch... Das sieht schon mal gut aus. So. Ah, eins, zwei, da und dann kommt da die Tür hin, ne? Stimmt das jetzt? So, dann müssten die Türen ungefähr passen. Dann haben wir das. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Hatte ich eigentlich komplett außenrum Zaun? Ja, hatte ich. Okay, das heißt, mir kann ja mal keiner abhauen. Hier mal wieder ein Foto. Dann machen wir die Erweiterung hier. Ziehen wir doch mal bis hier rüber. So. Geht das nicht, wenn ich das hier rüber ziehe? Mal ganz kurz wegmachen. So, da kommt das Ding dahin. Dann reißen wir den ganzen Scheiß hier ab und dann kommt der Hof erstmal hier hinten hin. Küche werde ich da wahrscheinlich auch ein Stückchen weiter rüberziehen. So, wie geht's? Ihr lest hier ein bisschen, das ist okay. Gefahr haben wir nicht. Ernsthafte Beschwerden gibt es auch keine. So, Materialien, dann brauchen wir hier nochmal ein bisschen anständigen Zaun. Und hier passt es wahrscheinlich, ja doch, könnte passen. Irgendwas fehlt hier noch. Häftlingsgehälter? Habe ich irgendwo Häftlinge arbeiten? Wo ist denn das Einsatz? Nee. Versorgung? Nee. Logistik? Raumqualität? Temperature? Okay. Informationen? Das sind keine Informanten, da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ein Haufen Angebot. Also da muss man, ich glaube, nachts machen wir doch einfach mal eine Razzia. So, dann macht der noch was. Gut, Materialien, dann zäunen wir mal jetzt hier hinten nochmal einen neuen. Den neuen Hof ab. Materialien, Wände abreißen. Das kommt erstmal weg hier.
fehlt denn hier? Irgendwas hat er hier verpennt zu bauen. So, Wachen brauchen wir. Also ich brauche definitiv auch noch ein paar Wachen, sehe ich gerade. Die Razzia dauert ja Ewigkeiten. So, abreißen, 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 abreißen. So, was können wir hier noch alles abreißen? Die können wir mal ebenfalls abreißen. Das kommt weg und das kommt weg. Und das hier kommt auch weg. Die kommen auch erstmal weg. Und das kommt erstmal weg. So, dann brauchen wir die kommen weg. Dann kommen hier erstmal die Räume weg. Dann der Teil hier wird planiert. Und hier weiß ich immer noch nicht, wieso er das nicht baut, ey. Ja, da fehlt noch mal. Ich glaube, hier fehlt einfach noch mal ein Stück. Ja, macht ihr es oder legt es einfach nur hier hin, ihr Affen? Oh, faules Pack! Erstmal einträglich lassen, dich kann ich erstmal einträglich lassen. So, also große Umbaumaßnahmen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind so saumäßig nervig, ne? Ja, wohl nicht sein, dass die Jungs es nicht hinkriegen, hier diesen dämlichen, das dämliche Teil hier zu setzen, sodass es endlich funktioniert. Jetzt scheint es endlich zu gehen, ja. Das sieht doch gut aus. Yes. Ah, was eine schwere Geburt. Nein. Oh, jetzt haben sie da die Wand abgerissen. Na, ich glaube, ich habe auch dann doch mal einen kleinen Fehler gemacht. Ne, nicht Planung, sondern Klon. Nee, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, nee, sieht gut aus. Ja. So, dann... Nochmal, Clone, habe ich mich gerade eben irgendwie verbaut. Surprise, surprise, kommt ja sehr, sehr, sehr bevor, dass ich mich hier verbaue. Oh Mann, ey. Nochmal, die Seite bauen wir gerade nochmal, komplett.
Ah, Mann, 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 Mann. Konzentrier dich ein bisschen, mein Freund. Konzentrier dich. So. Bauen, 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 bauen. So, dann brauche ich nochmal die Seite. Also nee, nicht die Dinger, sondern ich brauche normales, das hier. Oh. Dann kann man ein bisschen langsam machen, dann gab es hier eine Schlägerei. So, da baut ihr das erstmal fertig. Dann machen wir hier hinten mal den Hof noch fertig. Dafür brauche ich ein Tor. Dann brauche ich Räume. Wo haben wir denn den Hof hier? Einmal einen Hof. Dann kriegt ihr ein halbwegs sinnvolles Material wieder, dass es nicht so aussieht wie Kraut und Rüben. Dann kommt hier Objekte. Hier muss ich mal ganz kurz closen. So, ein paar Handelbänke. Und dann brauchen wir Telefonzellen. So. Dann Versorgung. Ich stimme mich aber gerade auch ziemlich an, muss ich auch mal dazu sagen. Ne? So, großes Rohr. Ne, stopp, großes Rohr ziehen wir komplett durch. Hier runter, okay, und dann brauchen wir noch Hot Water Tap. Können wir hier durchführen? So, damit sollte die Versorgung jetzt erstmal gewährleistet sein. Oh, was war das? Ah. 30 Häftlinge haben ernsthafte Beschwerden. Was machst du jetzt hier? So, dann am Ende gucken wir mal, wie es mit dem Bau funktioniert hat. Dann schließen wir hier mal noch Kohle 43. Dann schließen wir hier mal noch einen Gemeinschaftsraum an. Reicht das? Sind 6 Innenraum? Ja, da kann man den Gemeinschaftsraum reinmachen. Räume, dann können wir hier mal die Kantine vergrößern. Schlägerei oder was? Ja, sehr gut. Okay, jetzt randaliert erstmal wieder alles und zwar ganz schön heftig. Randalieren sie denn gerade alle? Macht mal halt lang. So, Problem. Essen ist auf jeden Fall, glaube ich, mal ein Problem. So, bei Gelegenheit auch mal in den Griff kriegen müssen. Ah ja, es wird automatisch repariert. Okay, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Naja, dann kriegen die Ärzte wenigstens mal wieder ein bisschen was zu tun hier. Oh, hier gibt es ein Bild. Oh, ist der wieder mal draufgegangen oder was? Was sind denn die Bedürfnisse? Familie habe ich denn? Ist doch ein Besucherraum. Was habt ihr denn für ein Problem mit Familie? Training haben sie gleich wieder. Erholung haben sie auch gleich wieder. Essen muss essen, muss essen, muss essen. Kacken können sie von mir aus machen, wie sie wollen.
Gibt es hier irgendwo Essen oder so? Ah, Nahrung. Nahrung sieht eigentlich ganz gut aus. So schlimm sieht es doch gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. So, habe ich denn noch... Hallo? Kommen wir noch ein paar Arbeiter mit dazu. So, so, okay. Was auch immer eine Notebook-Seite ist. So, warte. Oh, jetzt geh weg. Geh weg. Objekte. Dann brauche ich hier oben nochmal eine Gefängnistür. So, kann ich momentan... Ne, hier ist ganz schön was los. Gefängnis sind keine 48 von 67, okay. Kann gerade ein bisschen mehr sein. Das heißt, die sollten ein bisschen Gas geben, die Jungs. Dann muss ich erstmal gucken, was haben wir denn hier geschafft? Ah, hier brauchen wir erstmal eine Ziegelwand. Umgekehrt können wir die hier abreißen. Und die können wir abreißen. Die kommt weg und die kommt weg. Und die kommt weg. Na, da müssen wir mal gucken, also habe ich mich ganz schön heftig verbaut, muss ich sagen. Ja, genau im Zugang wird benötigt, oder? Okay, meine Anlieferung ist auch mittlerweile zu klein. Ja, da hätte ich vielleicht auch mal drauf achten sollen. So, es geht wieder zurück. Warum stehen denn hier Toiletten? Habe ich mich hier irgendwie so dermaßen verklickt oder was? Nee, wegwerfen, nicht durchsuchen. Also das hier wegwerfen. So, Licht. Na toll. Oh Mann. Dann brauche ich Notdienste. Feuerwehr. So, was für ein Kack, ey. So. Ne, kann ich nicht. Das heißt, ich brauche das hier. Ich brauche hier wieder Wände. Okay, Problem gelöst. So. So, sorry, ich muss mich gerade mal um den Schrott, den ich da unten gebaut habe, kümmern. Wände abreißen. Zack, zack. So, dann machen wir ganz kurz die Räume. Einmal ganz kurz weg. Und wieder hin. Das soll eigentlich keiner gemerkt haben, dass er nicht mehr in der Zelle sitzt. Doch, merken wir. So, hier fehlt nochmal Objekte. Hier fehlt eine Toilette. Hier fehlt eine Toilette. Hier. Nein, hier fehlt eine Toilette. Und es fehlt ein Abfluss. So, dann brauche ich hier nochmal ein bisschen Zellenraum. Hier mal ja. Oh, ey, die Folge ist echt geprägt von Schrott gebaut. So, dann nochmal Versorgung. Verpennt. So, hier fehlt ein Bett. Uah.
So, also das war mal eine mega komplexe Folge. Ja, wenn man sich einmal verbaut, hat man echt das Problem. Das habe ich mal direkt gelernt. Ich hoffe, das ist in der nächsten Folge besser. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.